Hallo Leute und herzlich willkommen zu Dark Fracture, der Prolog oder Prolog. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich würde sagen, wir drücken New Game. Ich habe keine Ahnung, was es im Spiel geht. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe kein Gameplay gesehen. Und deswegen spiele ich es jetzt. Das Spiel ist sehr verpixelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. How long was I out? I need a cigarette. Where's my damn lighter? Okay, aber die Cutscene war echt nicht schlecht. Okay, warte mal, können wir die Settings? Okay, ich habe jetzt alles mal auf Ultra gemacht. Ja, sieht doch schon besser aus. Okay. Oh, das ist cool, warte mal. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch eine Kerze. Tut mir leid. Ich brauche eine Leiter, um das anzuzünden. Also ein Feuerzeug, macht Sinn. Was ist das denn? Okay, Leute, ist noch Kaffee. Okay, wahrscheinlich. Oh, Alter. Okay, hat sie irgendwo. Was ist das denn? Keine Ahnung. Hat sie irgendwo vielleicht Zigaretten oder so? Weil wir wollten ja rauchen gehen, dann brauchen wir vielleicht eine. Nur eine Tasse, okay. Wir gehen einfach mal. Oh, yeah. It's locked. Where did I leave the key? Okay, also wir haben sogar ein Journal und alles. Ey, ich glaube, das ist ein richtig. Sanity ist bei 75%. Ach, keine Ahnung. Okay, wir müssen den Schlüssel finden. Kann ja nur überall sein oder so. Oh, ich habe die Zigaretten gefunden, Leute. Können wir nur nicht mitnehmen. Hier vielleicht irgendwo den Schlüssel. Ah, hier ist der Schlüssel. Perfekt. That's the office key. Where's my lighter? Oh Gott, jetzt müssen wir sein Feuerzeug suchen. Kann aber scheinbar auch nicht da hinten hin. Okay, was ist das? Alter, was ist das denn? Okay, ja komm, wir machen einfach auf. Ja. It's a little dark in here. Maybe I should turn the lights on. Maybe. Wow, Alter, was ist das denn? Arbeiten wir denn in der Leichenhalle oder was? Alter, gönnt euch das mal. Ihr müsst wissen, das Spiel ist von einer Person gemacht. Das ist ja übel gut, aber übel creepy. Guckt euch das mal an. Okay, das ist noch ein Key. Ihr nehmt den bitte mal. My locker key. I'm gonna slide it on my office keychain. Mehr ist hier aber auch nicht. Okay, hier ist zu. Ist vielleicht auch besser so. Guck jetzt mal nach. Alter, es ist halt relativ groß. Man kann halt einfach irgendwie überall rein. Kein Spiegelbild. Wieso hat man irgendwie in keinem Spiel ein Spiegelbild? Das heißt, da ist irgendwie jemand drin. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist das hier überhaupt für ein Büro, Alter? Oder was das ist? Ah, hier ist auch noch ein Klo. Toll, hier ist einfach kaputt. Hier ist auch noch ein Klo. Alter, man sieht aber auch so wenig. Sollten wir wirklich mal zur Feuerzeug suchen. Alter, dieser lange Gang. Ah, okay, verstehe ich. Diese Sounds aber auch von der Tür, Junge. Ich weiß auch nicht, ob wir da verfolgt werden oder ob es Jumpscares sind oder was genau das ist. Oder man sieht einfach gar nichts. Ey, wo muss ich raus? Alter, ich dachte. Holy crap. Okay, wir machen jetzt mal die Tür wieder zu. Hier sah das Spiel so überhaupt nicht bösartig aus. Such jetzt mal noch das Feuerzeug. Ja, Leute, ich finde das Feuerzeug einfach nicht. Wo ist das? Na egal, wir können das bestimmt auch beschalten ohne Firelighter. Was ist hier? Ach, hier ist abgeschlossen. Okay, hier ging doch auch noch irgendwo irgendwas hoch. Genau hier. Okay, da. Ja, what the fuck was that? Warte, ich mach's kurz auf Pause. Ich muss mich kurz erholen von dem Schock. Nein, nicht Spaß, jemand hat mir geschrien. Okay, ich höre komische Sounds, hier ist eine Welt zurück. Okay, wir müssen erst hier unten jetzt irgendwie Zeugs beenden, bevor ich oben weiterfahren kann. Ach, toll. Ganz toll. Ist ja wirklich scheiße, weil ich weiß nicht, wo das dieser Leiter ist. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Okay, wir haben einen aber scheinbar wirklich in der Leichenhalle. Den hat gerade gesagt. Ah, es ist nur das Demo-Gameplay, okay. Der hat nämlich gerade gesagt, dass ich da durch die eine Tür wollte. Ja, er würde jetzt lieber eins rauchen als tote Körper ansehen. Also, ich weiß ja nicht, aber wieso haben die in einem. Keine Ahnung, Leichenhalle, Krematorium oder was? Oh, nee. Bin ich erschrocken, ey. Oder was das? Home sweet home. Was? Your home sweet home. Das ist hier meine Dings? Ah, hier ist das Feuerzeug. Ah, okay. Mit 1. Okay, wir haben leider wieder nur Limit. Kannst du sehen? Oh, crap. I almost forgot about the pill. Okay, wir haben ja hier eigentlich auch Aufgaben. Okay, meine Sanity ist auch noch bei 80. Okay, wir müssen zurück und irgendwie Pillen holen, weil, keine Ahnung wieso, weil wir wahrscheinlich irgendwie krank sind. Ach, wo habe ich die vorhin hingeschmissen? Sind die hier? Ach, hier sind die.
Ist das das Radio? Das Radio? Ah, das war das Radio, okay. Okay, ich würde sagen, gehen einfach mal in diese Tür, die komplett dark war, um mal mit unserem Feuer. Beziehungsweise, eigentlich könnten wir doch bei unseren Duschen scheinbar, oder was das sind, hier noch kurz ein bisschen weiter gucken. Wieso ist das unten? Ach so, das ist Shampoo. Ich dachte, das ist Milch oder so. Hier würde ich auf jeden Fall auch gerne duschen. Okay, hier hatten wir Licht. Genau. Was ist hier? Ah, nochmal ein Spülbecken. Okay, hier drüben hatten wir kein Licht, oder? Doch, hier hatten wir auch Licht. Hä, wo hatten wir denn kein Licht? Irgendwo hatten... Ah, Digga, was ist denn hier eigentlich los hier? Ah, hier bei dieser langen Gang. Doch, hier hatten wir wirklich fast kein Licht. Okay, ich bin auf alles gefasst. Oh. Okay, das ist ein Lager oder was? Jo, war da hinten. Ah, das ist der Ventilator, Alter, ich dachte schon. Hier ist aber scheinbar nichts, ne? Digga, mach doch das jetzt aus, ne? Wir haben nämlich auch noch eine begrenzte... Jo, ich kann auch springen, oder? Ja, tatsächlich. Weiß ja nicht für was, aber nice to know. Ja, wir haben scheinbar auch nur eine begrenzte Zeit, um das, um den Leiter irgendwie zu benutzen. Okay, weitere Türen konnten wir nicht öffnen, die hier ja auch nicht. Nee, dann gehen wir wieder hoch, oder? Digga, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Man kann leicht die Orientierung verlieren. Wir gehen jetzt wieder hoch. Gucken, ob jetzt irgendetwas anderes ist. Ein Scherz, hä? Gehen wir hier rein? Nee. Ah, hier konnten wir noch rein. Oh, ein Fahrstuhl. Doch, wo sind die Knöpfe? Ah, geht scheinbar nicht. Wollte aber auch schon sagen, ist sehr vertrauenswürdig. Leute, ich habe vorhin noch irgendeine Notiz eingesammelt. Plus, das Portemonnaie von einem Kollegen. Wieso auch das immer bei mir im Schrank lag. Ich gucke mir jetzt mal, vielleicht geht's ja jetzt weiter. Meine Fresse, was muss ich da machen? Ja, Leute, ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Ich spiele das Spiel jetzt gerade schon 22,5 Minuten. Digga, diese Schatten von diesen scheiß Ventilatoren jedes Mal. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht hier. Ich kann mich mal noch ein bisschen informieren, beziehungsweise in der nächsten Folge mal noch ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen und ein Abo da. Schreibt es eigentlich in die Kommentare eigentlich am ehesten, ne? Ob ich weitermachen soll oder nicht. Wahrscheinlich schon, nehme ich an, weil ich glaube, das Spiel ist schon noch cool. I'm just gonna skip the part tonight. We'll see what happens. Okay, das heißt, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. As you twist the tiles beneath our feet.